mal eine ziemlich große Community in unserem Land, die illegalerweise die sogenannte Doppelstaatsbürgerschaft hat. Das betrifft vor allem die Türken, falls ich nicht daran erinnern darf. Es betrifft sicherlich auch Syrer und Afghanen, die in Wahrheit in dem Chaos ihrer eigenen Herkunftsländer die Ursprungsstaatsbürgerschaft behalten haben und irgendwo den Boss unter Matratzen versteckt halten und dann zusätzlich noch die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Da bin ich der Meinung, rigoros durchfahren. Jeder, der eine Doppelstaatsbürgerschaft hat, die Österreicher wissen nicht einmal. Da muss es eine bessere Vernetzung geben mit Damaskus etc. Da muss es in Wahrheit eine Vernetzung der jeweiligen Daten geben, der Staatsbürgerschaftsdaten. Das heißt in weiterer Folge, österreichische Staatsbürgerschaften entziehen. Damit entfällt der Aufenthaltstitel. Zweiter Punkt ist, jeder, der kriminell ist, jeder, der sich vergeht, ab einer gewissen Strafhöhe, abschieben. In den USA hast du mittlerweile eine Abschiebung, wenn du mit einer Marihuana-Zigarette ertappt wirst und eine... Wo hat man das? In den USA. Da wurde das legalisiert fast überall. Aber nicht in jedem Bundesstaat, falls ich das auch erinnern darf, sondern wenn du in Bundesstaaten mit einer Green Card erwischt wirst, und du hast Marihuana, wirst du abgeschoben. Im Übrigen auch gibt es einige Straßenverkehrsordnungen von Bundesstaaten, wenn du zu schnell fährst am Highway, kann es dir auch passieren, dass deswegen ein sogenanntes Abschiebeverfahren in den USA eingeleitet wird. Das tun wir in Österreich auch nicht. In Österreich kann man vergewaltigen, kriegt man einen Orden oder die Staatsbürgerschaft, aber zumindest eine Sozialhilfe. Das ist mir ein bisschen, da nimmt sich dieser Rechtsstaat am Ende nicht mehr ernst. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, transkontinentale Zuwanderung auf Null stoppen. Ich sehe nicht ein, warum wir Zuwanderer aus Damaskus, Afghanistan oder Tschetschenien brauchen. Das sind andere Kontinente, andere Sitten, die sind nicht mehr verträglich. Vierter Punkt, ja, der Kipppunkt ist erreicht. Vollkommen richtig, der Kipppunkt ist erreicht. Die heutige Integrationsstudie sagt es, jeder zweite Wiener ist in Wien nicht mehr geboren. Gratuliere. Das, was Karam Mustafa nicht geschafft hat, hat wenigstens das Wiener Schnitzelgesicht Michael Ludwig und der Michael Häupl geschafft mit Borspritzer. Gratuliere. Karam Mustafa hat es nicht geschafft, aber die Roten haben es in Wien geschafft, endlich die Türkenbelagerung zu vollenden. Na, fast eh. Nur dann ist es keine österreichische Stadt mehr. Das ist sicherlich selbst zu.